Ich bin Anna Vater, ich arbeite bei der Siemens Stiftung in München und bin Projektleiterin im Bereich OER und MINT-Bildung. CREA ist ein OER-Portal, ein Medienportal, was 2021 ins Leben gerufen wurde. Angefangen hat es tatsächlich schon früher, in 2020 im April, als Antwort auf die Pandemie, als eine einfache Mediensammlung unserer Partner, unseres Netzwerks in Lateinamerika und wurde dann quasi professionalisiert in ein richtiges Portal mit Suchfunktionen und so weiter. Genau, es ist ein Portal, was aktuell 1300 OERs anbietet. Darunter sind Videos, Interaktives, Lehrerhandreichung, organisiert auch als Medienpakete. Genau, und abgesehen von den Medien, die dort zu finden sind, finden sich dort auch digitale Lehrkräftefortbildungskurse und auch Lehrmethoden, mit der die Siemens Stiftung arbeitet, wie zum Beispiel Design Thinking und Service Learning. Da hole ich ein bisschen aus. Wichtig ist zu verstehen, dass unsere Aktivitäten in Lateinamerika auf einem sehr breiten Netzwerk basieren. Das heißt, wir arbeiten dort von Beginn an mit der REDSTEM Latinoamerika. Übersetzt ist es einfach nur das MINT-Netzwerk Lateinamerika. Aktuell besteht es aus 95 Institutionen aus verschiedenen Sektoren. Also wir haben Ministerien mit dabei, Universitäten, andere Bildungsakteure, aber auch private Institutionen. Und mit diesem Netzwerk möchten wir die MINT-Bildung für Innovation in der Region vorantreiben. Und das bedeutet, dass alle unsere Projekte, die wir dort umsetzen, immer ko-konstruktiv, also in Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern und Experten vor Ort stattfindet. Ein Beispiel dafür, und ich denke, da wird auch das Thema Kontextualisierung noch besser hervorkommen, ist die STEM-Initiative, die wir im vergangenen Jahr gestartet haben. Das ist eine Initiative von 14 Projekten und 12 Partnern aus der Region. Diese Initiative hat als Ziel, verschiedene Kurse, also Fortbildungskurse für Lehrkräfte, aber auch OER zu produzieren, die eben aus der Region kommen. Und da ist der wichtige Punkt. Wir hatten ja das Medienportal bereits vor CREA, das ist, wo unsere Expertise quasi herkam. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass einfach die Übersetzung von OER für die Region nicht ausreicht. Also wir brauchten Materialien, die wirklich für die Region passend ist, für die Lehrkräfte und für die Realitäten und Kontexte der Lehrkräfte passend sind. Und die Initiative war eben eine Antwort, eben ebenso auf die Pandemie wie so vieles, um den Lehrkräften eben lokal angepasste OERs, also Lehrmaterialien, offene Lehrmaterialien zu bieten, aber auch eben Fortbildung und so weiter. Genau, und das war uns sehr wichtig, weil wir auch eben das als Feedback bekommen haben von den Lehrkräften, dass das essentiell ist, dass die Materialien aus der Region für die Region kommen. Und das ist auch der Unterschied von CREA im Vergleich zum Medienportal. Es ist ein Portal, was kontextualisiert auf die Region ist. Also wir arbeiten, das ist der eine. Und das andere ist natürlich auch dieses Co-Konstruktive hier nochmal. Es ist ein Partnerportal. Es ist ein Portal, was die Siemens Stiftung zwar koordiniert, aber im Endeffekt die Inhalte kommen eben aus unserem Partnernetzwerk. Und jetzt nochmal zum letzten Punkt mit der Ganzheitlichkeit. Da ist es zu verstehen, dass CREA ist das Portal, ja, wo wir OER anbieten und verbreiten, auch natürlich die Idee von OER mit verbreiten. Aber dahinter steckt noch eine größer angelegte OER-Strategie, die wir verfolgen. Wir haben auch im vergangenen Jahr mit lokalen Experten, mit der Tech de Monterrey, das ist eine Universität in Mexiko, die auch einen UNESCO-Lehrstuhl für Open Education innehat, den haben wir ein Projekt aufgesetzt, wo es darum geht, dass quasi die Kompetenzen auszubilden, nicht nur von den Lehrkräften, was ist OER, wie arbeite ich mit OER, sondern auch von den Entscheidungsträgern, von Institutionen. Es ist ja wichtig, dass man diese Akteure nicht außen vor lässt, weil die am Ende natürlich auch die Infrastrukturen dafür bereitstellen.
Das heißt, wir haben mit dem Partner der Tech de Monterrey einen Experten für OER in der Region, die uns eben helfen in Form von Webinaren, Workshops, Events, Publikationen, aber auch so Monitoring-Karten, wo eben alle offenen Bildungsaktivitäten in der Region halt präsentiert werden. Sie helfen uns mit diesen Aktivitäten eben Kompetenzen aufzubauen, aber auch Aufmerksamkeit zu erregen, was OER ist, aber auch das verständlich zu machen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite CREA, das natürlich OER verbreitet und die Lehrkräfte bringt, aber wir haben eben auch diese Strategie, ja, mit unseren Partnern zusammen, um eben die, ja, die Kompetenzen dafür aufzubauen, nicht nur für die Lehrkräfte, sondern eben auch für die Entscheidungsträger. Das ist dieser ganzheitliche Ansatz, den wir damit fahren. Und ich denke, der letzte Punkt, der auch nochmal wichtig ist, zum Thema Kontextualisierung. Wir kommen vom Medienportal. Das Medienportal hatte eine ganz klare Vorstellung, hat auch immer noch, die Siemens-Stiftung, dass wir so offen wie möglich unsere Medien anbieten wollen. Heißt, CC-Lizenzen, CC BY SA, beziehungsweise noch darüber, also CC 0, CC BY. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass das für CREA eigentlich schwierig wird, weil die Infrastrukturen andere sind, auch die Diskussion oder die Definition von OER bezüglich der Lizenzierung eine andere ist. Und das haben wir eben in diesem Austausch mit der Tech de Monterrey, mit unserem Partner, sehr schnell verstanden, dass wir uns da anpassen müssen. Und deswegen bietet CREA im Vergleich zu dem Medienportal eben auf dem Spektrum der CC-Lizenzen eigentlich alles an. Wir als Siemens-Stiftung verpflichten uns weiterhin mit den eigenen Produktionen auf die Lizenzen, die wir uns vorgenommen haben, so oft wie möglich. Dennoch, unsere Partner verpflichten wir quasi nicht dazu, dieselben Lizenzen zu nutzen. Da sind wir einfach offener geworden bzw. haben es angepasst. Ich denke, das ist so im Groben um diese drei Begriffe, Co-Konstruktion, Ganzheitlichkeit und Kontextualisierung, nochmal bei dem Projekt CREA auf den Punkt zu bringen. Diese Aktivitäten zeigen dann hoffentlich ganz gut, was wir eben mit diesem ganzheitlichen Ansatz, mit dem co-konstruktiven Arbeiten und mit dieser Kontextualisierung eben unserer Medien, unseres Portals, aber am Ende auch unserer OER-Definition meinen. Der UNESCO 2012 die Bildung eben so offen zu gestalten wie möglich und auch OER bereitzustellen und zu fördern, hat sich auch die Siemens-Stiftung entschieden, in diese Richtung zu gehen. Wir hatten damals ja schon ein Medienportal, was Medien angeboten hatte, aber sie waren eben noch nicht offen. Und das bedeutete auch, dass wir unsere Strategie dahingehend ändern wollten. Und das hatte auch damals sogar zur Folge, dass wir bei einem Relaunch des Portals zu einem reinen OER-Portal tatsächlich einige Medien verloren haben aufgrund der offenen Lizenzierung. Aber es war aber uns wichtig, dass wir eben diesen Schritt gehen und unsere Materialien eben allen zur Verfügung stellen, gerade weil wir auch international agierende Stiftung sind und wir auch in Lateinamerika, in Afrika und eben in Europa arbeiten und wir diesen Zugang auch in unseren Fokusregionen ermöglichen wollten. Genau, mit CREA gehen wir jetzt nur noch mal einen weiteren Schritt, um eben unsere Strategie hinsichtlich OER. Wir waren in Deutschland da mit dem Medienportal schon sehr gut vernetzt, aber mit CREA gehen wir jetzt eben noch einen Schritt weiter oder erweitern unsere Strategie auf den lateinamerikanischen Kontinent und arbeiten da eng mit unseren lokalen Experten zusammen, alle mit dem Ziel eben, dass unser Netzwerk, was wir dort haben, Aktivitäten, alle zum Ziel haben, eben Open Education zu fördern und auch eben Open Educational Resources.